Heute zeige ich euch mal unseren Multicover. Das ist ein kombinierter Tarnanzug, Ghillie-Suit, Tarnnetz und multifunktionelle Tarnmöglichkeit für den Soldaten, was er einfach in seinem persönlichen Gepäck mitführen kann. Man kann damit auch sich sehr dynamisch bewegen, man kann einen Baum hochklettern, man kann rennen, man ist nicht groß eingeschränkt. Das Ganze ist sehr kompakt, leicht und kann immer mitgeführt werden. Das Ganze funktioniert sowohl ohne wie auch mit Helm, was wichtig ist. Was ein großer Vorteil ist, ich kann hier meine Arme reinbringen in die Arme. Damit auch eure Hände eine bessere Tarnung haben, haben wir Fixierungsgummis für die Finger. Und somit habt ihr auch euren Handrücken abgetarnt und die gesamte Hand bietet eine deutlich bessere Tarnung, als wenn ich mit einem einfachen Handschuh auf dem Boden bin. Ich kann meinen Gesichtsharn, wenn er mich stören würde, einfach nach oben einklappen und habe dann eine größere Sicht, eine bessere Sicht. Wenn ich nun die Tarnung benötige, gehe ich einfach rein und lasse meinen Gesichtsstahl wieder nach unten kommen. Ich habe hier mein Sichtfeld mit Moskitonetz geschützt. Zusätzlich habe ich auch im Hinterkopf einen Körperstopper, den ich enger machen kann, um die ganze Kapuze, wenn ich jetzt keinen Helm aufhabe, besser am Kopf zu fixieren. Wenn ihr das Multicover anhabt, kommt ihr auch an eure Ausrüstung, was immer sehr wichtig ist. Was bringt mir ein best guter Tarnanzug, wenn ich an die Ausrüstung-Magazine nicht rankomme? Ihr habt einmal oben am Kragen einen großen Durchgriff, wo ihr sehr einfach eure Magazine rausholen könnt. Ihr kommt hier seitlich sehr einfach rein und könnt ebenso an eure Magazine kommen, die Magazine rausholen. Ihr kommt ebenso auch unten an eure Ausrüstung ran. Ihr könnt hinten rankommen an euren Battle Belt, an eure Pistole. Ihr habt den vollen Zugriff. Das Multicover bietet euch zusätzlich noch einen multispektralen Schutz. Das heißt, ihr habt einmal im visuellen eine extrem starke Tarnung. Im nahen Infrarotbereich habt ihr eine sehr starke Tarnung, sowie auch im thermalen. Aber auch natürlich im Sphere funktioniert das Ganze auch noch. Wie bei allen Ghostwood Produkten könnt ihr auch beim Multicover Natur einflechten an jeder Stelle. Das heißt, ihr könnt einfach irgendwas nehmen. Ihr habt überall unsere C-Fix-Bändel und könnt sehr einfach Natur mit einknoten und könnt eure Tarnwirkung deutlich erhöhen. Ihr könnt sie anpassen. Jetzt im Frühling kann man sehr grüne Sachen ran machen, frisch maigrüne Sachen ran. Wenn es Herbst ist, kann man mehr bräunliche Sachen ran machen, Gräser ran machen. Ihr seid voll flexibel und könnt, wenn ihr den mit Natur ausstattet, auf jeden Fall auf das Niveau von einem Ghillie-Suit hochbringen. Wenn ihr unser Multicover nutzt und ihr habt eine Gefechtssituation, in der ihr an eure Ausrüstung schnell rankommen müsst und die Tarnung ist untergeordnet, dann empfehle ich, nehmt das Vorderteil, macht es klein und führt es seitlich in euren Kummerbund. Und nun habt ihr Kopf, Schulterpartie getarnt, eure Arme sind getarnt, der Rücken ist getarnt, aber ihr habt eure gesamte Ausrüstung frei zugänglich und könnt auch so in einem Gefecht bestehen. Jetzt kommen wir zur zweiten Anwendung vom Multicover. Ich zeige euch jetzt mal, wie man das Ganze als Tarnnetz nutzen kann, welche Möglichkeiten ihr da habt und welche taktischen Vorteile euch das Ganze bietet. Das ist natürlich auch wie immer multispektral, das heißt, ihr habt gegen die Feindsicht eine extrem starke Tarnung. Das Multicover ist sehr schnell auszuziehen. Ihr greift einfach am Kopf, zieht es über drüber und habt es dann ausgezogen. Jetzt habt ihr das Grundtarnnetz, das ist ungefähr 2 Meter mal 1 Meter groß. Es hat noch Durchbrüche drin und das Ganze spannen wir jetzt einfach mal ab. Ihr könnt das Multicover sehr einfach aufhängen. Ihr habt dann 14 Aufhängungsschlaufen. Das bietet euch sehr viele Möglichkeiten. Wenn ihr jetzt eine Tarnung so aufbaut, ist immer diese obere Kante sehr verräterisch. Deswegen immer versuchen, einfach einen Ast abzubrechen, das einzuhängen und schon habt ihr die Kante gebrochen. Wenn das Multicover hängt, empfehle ich jedes Mal leicht schräg abzuspannen. Warum? Somit habt ihr weniger Schattenwurf auf eurer Stellung. Nicht zu stramm, dass es so ein bisschen locker ist. Einfach zwei Äste nehmen oder Steine kann man auch nehmen und das dann links und rechts fixieren am Boden. Und schon habt ihr einen schönen OP aufgebaut, in dem man zu zweit ohne Probleme sich aufhalten kann. Die Tarnung weiter verbessern, ihr nehmt einfach einen kleinen Ast, bringt den von hinten an das Multicover und drückt einfach eine Beule rein. Das Ganze gibt dann einfach mehr
Dreidimensionalität und es sieht natürlicher aus. Wenn ihr das Multicover für den OP-Bau nutzt, für den Stellungsbau, habt ihr auch die Möglichkeit, eure Waffen und Optiken durch die Kapuzenöffnung durchzuführen. Das zeige ich euch mal. Ihr habt hier eine schöne große Öffnung. Wenn ihr jetzt eine Waffe oder eine Optik durchbringt, durchstecken, die Kapuze oben drüber legen, somit habt ihr eine sehr gute Tarnung und die auch im multispektralen Bereich, im thermalen Bereich sehr gut wirkt. Wir haben hier eine zweite Aufbaumöglichkeit, das heißt, ihr habt hier vorne ein OP mit einer Breite von gut einem Meter. Zusätzlich habt ihr einen Topschutz, das heißt, ihr seid auch gegen Drohnenaufklärung geschützt. Ihr könnt jetzt hier natürliche Tarnung noch integrieren. Ihr könnt ebenso bei so einer Stellung auch Moos anbringen. Das ist auch immer gut, den Bewuchs aus der Umgebung einfach leicht anknoten und fixieren. Ebenso auch bei dieser Aufbauart die Möglichkeit, Optiken oder auch eine Waffe durchzuführen. Ihr könnt hier durch die Kapuze durchkommen und könnt in aller Ruhe aufklären. Ihr könnt das Multicover auch nehmen, um eure liegende Stellung zu tarnen. Dazu nehmt ihr einfach das Multicover lang, nehmt es wie einen Umhang über euch und legt euch hin und seid verschwunden. Mit dem Multicover könnt ihr nicht nur euch tarnen, sondern auch euer Rucksack. Das reicht für beides. Genauso wichtig wie die Tarnung ist auch hier beim Multicover das schnelle Ausziehen. Warum? Wenn ihr in eine Gefahrensituation kommt, muss alles sehr schnell gehen, damit ihr gefechtsbereit seid.